Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play for Speed Heat. Und wir machen heute weiter mit den nächsten Aufgaben. Hey, da ist doch mal. Versteht sich hinter noch ein Rennen? Sehe ich das gerade richtig? Aha. Da ist noch eins. Heißt Geländer. Hier ist ein Rundkursrennen und damit fahren wir heute wieder ein bisschen am Tage. Ja, liebe Leute, auch. Ich würde sagen, wir machen heute. Wir machen nochmal weiter. Ja. Und zwar ab der nächsten Folge dann, versprochen. Weil wir müssen ja auch noch ein bisschen leveln. Also nächste Folge machen wir dann die beide Rundkursrennen haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Heißt Geländer. Und bringt uns immerhin 20.700 Dollar. Das nehmen wir gerne mit. Ja, das sind wir ziemlich am Anfang mal gefahren. Ich erinnere mich. Da war ja der erste Folgen dann, also auf alle Fälle. Jetzt haben wir es doch mal. Allerdings mit einem etwas leicht zu stärkeren Fahrzeug. Und ich bin natürlich wieder Geld, ne? Ja, ich habe 21.000, das nehme ich mir gerne mal mit. Da werden wir noch ein bisschen vorhaben, und zwar Tuning. Ja, wir fällt das Feld entgegen, ist ziemlich entgegen. Okay, das habe ich gerade selber gesehen. Weil ich mir gerade selber den ins Wasser haben wollte, habe ich ihn selber gehauen. Ich dachte mir, geil, die kriegst du doch. So, gewonnen. Aber egal, das war jetzt mal so ein kleiner. So ein kleines Eigentor. Naja, alles gut. Das war jetzt nicht besonders schwer. Da
Dabei sind wir teilweise doppelt so stark wie manch anderes Auto, was da so noch im Feld rumkreucht und fleucht. So, dann haben wir das durch für heute. Zumindest dieses Rennen hier. Ach, guck gerade, ich vergesse immer, wann wir anfangen. Ne? Guck mal gerade, dass wir ein bisschen ins Tuning gehen. Hey, gib Bescheid, wenn irgendwas gemacht werden muss. Ich sehe mir den Wagen eh an. So, was haben wir denn? 142.000. Wo wir gerade einen neuen Motor einbauen können. Naja, alles gut. Was haben wir denn? Schreckendifferenzial. Rein damit. Die Voraufwillung. Nehmen wir die Schadensreduktion. Super, haben wir drin. Ja, auch super. Und dann gehen wir mal auf Karosserie. Und dann gehen wir mal auf ein Z. Sicher, sicher. Ich dachte, wir können jetzt schön bis nach hinten durchswitchen. Ich gucke mal gerade. Schön groß. Die Marke für Bremssättel schlechthin. So, Felge wechseln. Das ändern natürlich das gleiche wie vorne auch. Damit. Speed Hunters verkleuchten. Ja. Ich würde sagen, sie sind angestellt. Also gut, das nehmen wir mit. Jetzt gucken wir, dass wir einen vernünftigen Spoiler nach hinten draufhauen. Nehmen wir den hier, der gefällt mir. Soundsystem rein. Tönung rein damit. So, Stance. Das heißt, schön runter damit. So, das Nitro. Neon.
Sicherung. Mal reinbauen. Auch das machen wir glatt. So. Super. So, oh gut. Damit sollen wir mal feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht's mal endlich auf die Nachtrennen, damit wir Level 23 erreichen. Dann bis dahin und tschüss.